Jetzt geht's leider zu Ende. Das waren die Datenspuren. Ich hoffe, euch haben die Datenspuren gefallen. Uns hat es auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Und es gibt jetzt noch ein paar lustige Facts und Statistiken zu den Datenspuren dieses Jahr. Wir haben das mal so ausgewertet, aber mit Statistiken ist immer so eine Sache, grob stimmt es ungefähr. Also wir hatten 35 Referenten für die Datenspuren, davon waren und 8 Referenten für die libertären Tage, jetzt in unserer Programmplanung. Von den Referenten waren 32 männlich und 11 weiblich. Also haben wir eine Quote von ungefähr einem Drittel erreicht. Und es gab eine Absage eines Referenten, der mit seinem Vorredner politisch nicht so glücklich war, deswegen gesagt hat, dann tritt er nicht an. Sonst übernehme ich. Okay, wir machen das so. Wir hatten 25 Vorträge aufgezeichnet. Die müssten jetzt schon gerendert sein. 31 Vorträge insgesamt. Die sind gerade noch in der Bearbeitung. Bitte darüber einen Applaus zum VOG. Wir hatten noch so eine Blitzeinreichung am Sonnabend. Am Freitag, ja nee, Samstag Nacht um 3, danke Honki, genau, das haben wir auch noch erfolgreich hinbekommen, war auch ein sehr interessanter Vortrag. Das ist so ein, ja, so läuft das dann halt bei so einer Organisation, und der Vortrag, der war dann 12 Stunden später fast, 14.30 Uhr, genau. So, machst du das? Wir hatten dieses Jahr auch einen Besucherrekord, also den Besucherrekord für eine einzelne Veranstaltung. Das war am Freitagabend der Podcast Aufwachen hier im Saal. Da haben die Sitzplätze nicht mehr ausgereicht. Da war ja auch der Vorhang nicht da. Das waren schätzungsweise 250 Zuschauer hier im Zentralwerk. Also für die Datenspuren ist es auf jeden Fall der Rekord. Ja, dann gibt es da Copy und Paste. Und dann noch eine Sache, das Regio-Treffen hat ja parallel auch stattgefunden oder auf den Datenspuren stattgefunden. Und es wurde lobend erwähnt, dass diese Idee, da vor dem Regio-Treffen noch so ein Vorabtreffen zu machen, sehr gut ankam und sehr gut besucht war. Also vielen Dank für diese Idee, das war hervorragend. Es waren auch erstaunlich viele Erfas anwesend zu dem Regio-Treffen, wurde mir gesagt. Von Zwa, die ist schon unterwegs nach Hause. Okay, dann weiter. Ach so, genau, nächster Punkt. Das Hackcenter da hinten war mir ein bisschen zu wenig besetzt. Wir sind eine Hackerveranstaltung, wir wollen gerne ein bisschen mehr auch Aktion da. Also nächstes Mal, wenn ihr Ideen habt, der Honeypot war sehr nett, aber vielleicht nächstes Mal reicht was ein, habt Ideen, dass wir den Raum da hinten noch ein bisschen mehr Leben reinbekommen. Use more Hacksender. So, von VOG, Astro meint, wir müssen auch mehr Bandbreite benutzen. Ja, wer hat irgendwie was Großes aus dem Netz gezogen von euch? Oder habt ihr bloß gefacebookt? Genau. Wer war auf Facebook aus dem Netz hier? Getraut sich keiner? Kennt jemand, der auf Facebook war? Okay. So, nächste Sache. Vorhang 2.0. Klatschen. Der Mann da mit dem orangen T-Shirt. Das ist dieser Vorhang, der hinten hängt. Also ich habe ihn da hinten 6 Stunden nähen gesehen. Das war letztes Jahr schon 4 oder 5 Stunden. Es gab dann da, also das ist total highly sophisticated, lasst euch das mal erzählen, so mit Hochziehen und sowas. Und ich hoffe, der hängt auch nächstes Jahr wieder, vielleicht auch Version 3.0 oder 2.5. Okay, das ist mir noch nicht bekannt gewesen, dass er nie hochzuziehen geht.
aber zumindest vielen Dank, Timeless. Ja, hier aus unserem Netzwerk die Statistik für die letzten zwei Tage. Ich habe jetzt den Freitag mal weggelassen, der war ein bisschen weniger frequentiert, aber generell sieht man hier, das sind ja sozusagen dort auf der Y-Achse sind es die Anzahl Clients, die da im Netz sind. Man sieht das ja schön ansteigen, so ab 10 Uhr Höhepunkt eigentlich eher so zwischen 16, 19 Uhr und dann flacht es wieder ab. Wir können damit auch die Besucher ja ganz gut einschätzen, also es ist ungefähr 200 Besucher pro Tag. Dann gibt es noch eine lustige Geschichte aus dem VOG-Chat. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr wusstet, das VOG hat gleichzeitig drei Veranstaltungen und ja, wir hatten das Problem, dass wir einen Herold brauchten unten, das heißt im großen Saal. Dann haben wir einen Chat geschickt, ist denn ein Herold unten? Und auf einmal antwortete ein Saal 5, ja, ja, ein Herold ist unten. Aber der Saal 5, der sitzt in Heidelberg. Genau, also VOG International. So, und weil wir gerade beim VOG sind, mache ich einfach weiter, weil diesmal reden wir vom Black VOG. Da wurden 80 Kilogramm Gemüse geschnippelt. Hat da jemand von euch mitgemacht? Applaus. 10 Liter Öl. Stellt euch das mal vor, wie viele Kilometer man damit fahren könnte, wenn man das in ein Auto schütten würde. Genau. 1,5 Kilogramm Erdnussbutter. Butter, okay. Das ist gut. Ist das eine Blume? Nee, Butter. Genau. Okay. Gut. Vielen Dank. Black VOG. Na, und wer kennt diesen Spruch nicht? Ne? Den haben wir jetzt alle zur Genüge gehört. 400 Portionen so ungefähr von Bauze wurden verkauft. Es ist auch der erste Geburtstag dieses Bauze-Buzzers gewesen dieses Jahr. Wir haben das ja oft genug gehört. Der Buzzer wurde auch einmal gehackt. Das sieht man hier rechts auf dem Bild. Ist wohl irgendjemand dann doch auf die Nerven gegangen und hat diesen Buzzer genommen und da in den Kühlschrank, der da so am Rande steht, einfach weggestellt, dass mal Ruhe ist. Aber wir brauchen definitiv noch mehr Bauze-Buzzer-Hacking. Vielleicht auch, dass man mal die Ansage da verändert, nächstes Jahr. Mehr Bauze-Hacking, ja. Zu den Getränken haben wir hier von der Bar die Statistiken bekommen, also es wurden ungefähr 500 Liter Bier getrunken und 430 Liter Mate. Ich weiß nicht, wie das sonst bei Chaos-Veranstaltungen ist, so ungefähr gleich. Es ist interessant, dass Bier dieses Mal überwiegt. Es wurden auch alle 50 Liter Zondrine leer getrunken und das hat hier unserem Barteam wirklich leid getan, weil Limonade ist ja eher was für die Kinder. Die haben allerdings auch die Erwachsenen ausgiebig getrunken und dann war am Ende nichts mehr da. Also nächstes Jahr müssen wir auf jeden Fall mehr Zondrine oder mehr Limonade kaufen. Und es wurden dann auch noch 42 Liter von diesem Chunk Slash verbraucht. Chunk, gut. Applaus für die Bar. So. Langsam geht es dem Ende zu. Wir brauchen noch Helfer beim Abbauen. Dieser Raum, der muss morgen wieder bestuhlt, morgen früh müssen hier wieder Leute drin sitzen. Das heißt, wir müssen diesen Raum heute übergeben. Die anderen Räume nicht. Bei denen, bitte, bitte bleibt da und helft mit. Jede Hand ist wichtig. Die T-Shirts kaufen. Alles, was wir aktuell kaufen, hilft der Veranstaltung. Die T-Shirts haben erstmal ein Break-Even gehabt, gestern glaube ich. Das heißt, jedes T-Shirt, was ihr kauft, hilft weiterhin die Datensporen zu finanzieren. Und vergesst bitte nicht, an den Spendenboxen vorbeizugehen. Da freuen wir uns auch, wenn da was reinkommt. Ich denke, das macht diese Datensporen dann auch möglich.